Herzlich willkommen zum nächsten Gruppenspiel in der Gruppe D. Es treffen heute während der Fußballweltmeisterschaft in Katar aufeinander die Mannschaften aus Tunesien und Australien. Während hier Tunesien in der Minderheit ist, darf Tunesien auch anstoßen. Gespielt wird mit jeweils 5 Schuss auf das gegnerische Tor, sodass jede Mannschaft 5-mal schießen darf. Es wird geschossen immer abwechselnd. Und nach 3 Schuss für die zuerst angreifende Mannschaft gibt es einen Seitenwechsel. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Tunesien also im Angriff, schießt und der Spieler ist ein bisschen schwach und muss erst aufgepäppelt werden. Aber es geht sofort weiter. Tunesien schießt und Pfosten. Nun Australien am Ball. Der tunesische Torhüter muss natürlich noch ins Tor. Schießt und gehalten. 0:0 nach jeweils einem Schuss. Nun Tunesien wieder am Ball. Schießt und 1:0 für Tunesien. Nun die Australier mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Abgewehrt vom tunesischen Torhüter. Tunesien nun mit der Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Schießen, Tor und 2:0 für Tunesien. Wir haben gesagt, nach 3 Schüssen gibt es einen Seitenwechsel, sodass nun Australien mit dem 3. Schuss dran ist. Schießt und abgewehrt vom tunesischen Torhüter. Tunesien wieder am Ball. 4. Schuss und gehalten. Australien schießt und Pfosten. Nun mit dem 5. und letzten Schuss Tunesien die Möglichkeit zu erhöhen. Abgewehrt. Australien die Möglichkeit nur noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Schießen und das war nichts. Das heißt, in diesem packenden Spiel in der Gruppe D trennen sich Tunesien und Australien 2:0. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.